So, morgen Jungs. Servus. Ja, letzte Woche war es ja etwas ruhiger. Dafür möchten wir uns nochmal in aller Form entschuldigen. Aber Entschuldigung. Als wir letztes Wochenende Gameplays aufnehmen wollten, da hatten wir technische Schwierigkeiten mit einer Festplatte. Und die haben wir jetzt ersetzt durch eine größere, schnellere. Und jetzt können wir noch besser, noch mehr Videos aufnehmen. Ja. Und wir schauen jetzt mal, dass wir euch wieder für die kommende Woche versorgen können. Ich fand es ja vor allem auch überraschend, wie viele Zuschauer sehnsüchtig auf neue Videos gewartet haben. Das ist echt klasse. Da. Sehr schön. Da habe ich mich richtig gefreut. So. Und es tat mir auch ein bisschen im Herzen weh, dass wir die ganze Woche lang keine Videos uploaden konnten. Wir haben es ja auch mehrmals versucht, ein Video aufzunehmen, aber das war dann... Ja, nach 10 Minuten ist die Aufnahme immer abgebrochen. Und es war dann immer corrupted. War nichts zu machen, Leute. Meinst du, der ist hinter mir? Blinzel, ja. Gleich mal zu sehen. Der ist da, der im Raum drin. Das heißt, dass er nicht mehr da unten ist, oder? Der ist Wenn ich das aufmacht. Macht er nicht. Ich glaube, da ist dieser rote Raum wieder. Nee, also der Raum. Aber der steht direkt am fucking Eingang. Kleine Motherfucker. Jetzt nicht mehr. Aber wenn ich bünze, dann steht er wieder irgendwo anders. Kann sein, dass er dann... Also auf gut Glück. Achtung! Ah, links! Genutzt! Junge! Junge! Wir haben auch direkt eine Level 1 Keycard ergattert. Die gar nichts bringt, Junge. So. Davon ist offen? Ja, die geht aber zu, wenn ich drauf zulaufe, bestimmt. Ja. Ich kenne das schon alles. Diesmal bin ich nicht erschrocken. K-Card. Grindet er wieder, wie du es immer grindet, so schön sagst. Ja. Kleine Tony Hawk. Achtung. Hey Junge, wo ist er hin? Hey. Den Navigator habe ich jetzt auch. Na, scheiße. Nein. Achso. Jetzt ist er draußen. Kommt! Shit, Mann. Das ist das mit dem Notenblatt, genau. Das hätte aber auch einfach ein gerader Gang sein können. Nee, weil da das ist war die schon, eine Wand. Das war schon stark gemutmaßt von dir, oder? Nee, die eine Wand schaut nämlich dann anders aus. Ja, ja. So ist das nämlich. Da könnte 914 sein. Obwohl, nee, das ist eine breite Tür, oder? Ah, der. Wir gehen dann trotzdem mal nicht besorgt. Oh Mann, ich hasse das. Das ist zwar harmlos. Und er kommt dann immer im Augenwinkel. Ja, einer hat auch in den Kommentaren geschrieben, dass hier ein Medikit ist, aber hier ist nur der Radio. Transmitter. Achso, das kann's. Nee, das ist nichts, was man aufnehmen kann. Lauf mal hinten rum. Da war mal eins, aber das ist in einer anderen Version. Das war eine 06er Version oder so. Ja. Seitens. Schau nur, lag da was? Links. Auf dem Regal. Achso. Ja, das Dokument über das da. Sollen wir mitnehmen zum Abwerfen? Das können wir machen, ja. Hat ja jemand geschrieben. Dass es eine gute Idee ist. Papier vor die Türen werfen oder in die Gänge. Achso, Kreuzung ist eigentlich ganz gut. Okay, jetzt da ist ein Fleck, aber. Achtung. Grindet er. Da kommen wir mal her, ne? Ne, da ist die neue Zone. Das brauchen wir noch nicht. Der ist jetzt nicht da unterwegs. Da kommen wir hin. Guck, die eine Wand schaut ja anders aus. Da müssen wir aber später wieder hin, weil wir da in die nächste Zone kommen. Ich glaube, das ist nicht mehr da. Da müssen wir, glaube ich, nochmal. Ich lege jetzt hier mal ein Zettel hin, dass wir wissen, dass wir später in die Richtung müssen. Hast du es wieder genommen? Ja, weil ich... Ja, also okay. In die Richtung müssen wir dann.
Ah ja, genau. Ach du Scheiße, nicht und gut, du blinzelst gleich, Junge. Ich schaff's. Ach, hast du nicht gesehen. Wow, das war die Maus. Hey, das ist offen. Eine kurze Frage an die Zuschauer, die auch SCP spielen. Habt ihr das Problem auch, dass die Maus manchmal so nervöse Zuckungen macht? Ich weiß nicht, wo ich hergekommen bin. So da 180 dran. Ja. So ganz plötzlich einfach, das kommt einfach so und dann schrecke ich immer voll. Da ist er drin. Jetzt den falschen Schalter erwischen. Hallo. Das ist schlecht. Ja. Nochmal. Nur einmal blinzen. Dann drück ich schnell. Ja, jetzt schnell sagt wieder. Ja. War der falsche. Mann. Be careful. Das ist echt scheiße gemacht mit den Schaltern hier. Das ist vielleicht auch so der. Vielleicht ist es auch Absicht. Das ist einfach nur Dummheit. Wow. Nicht gut. Was war das jetzt? Der war an der Tür. Boah, wow, ich bin so blöd. Ach du Kacke, was tust denn du? Voll rumgelaufen. Ah, okay. Jetzt kleine Keycard für Sam. Level 1er auf Verifying würde ich erstmal machen. Ja, ich mach hier nicht zu. Ja, das wäre blöd. Auch wenn er jetzt. Laufe ich zwar Gefahr, dass der da kommt, aber. Hör mal, ja. Hör so, mal. No organic matter is to be entered in SCP-914. Aber wenn er reinkommt, dann logge ich den da rein. Ja, ja, komm jetzt. Das mache ich. Ich mach erstmal das ganze andere. Die Karte würde ich genau, also. Geschlons. Getrennt. Radio behalten wir, oder? Da war der schon. Andere. Ja, ich bin schon leicht. 372. So minimal erstocken. Weil wenn wir den da reinlegen, dann braucht er zwar keine Batterie mehr, aber dann spinnt er so rum, ne? Ja. Dann können wir nichts mehr machen. Ups. Den wollte ich. Jetzt können wir den benutzen. Channel 5 ist die Musik. Ne, auf Channel 5 haben wir irgendwann die Durchsage. Wo war dann die Musik? Oh. Das sagt dran irgendein Zugangscode. Da. So ist viel angenehmer zu spielen. Ja, das drückt auch ein bisschen die Atmosphäre. Strange Bottle, genau. Ah, da soll es ja dann jetzt 4 Zustände geben. Oder 4 Eigenschaften. Entweder fängst du an, stark zu bluten, bis du halt wahrscheinlich irgendwann stirbst. Eine heilt alle deine Wunden. Und dann gebe ich noch 2 andere. Das können wir später mal ausprobieren. Falls wir in der Pocket Dimension so landen. Ja. Dann ist ja eh wurscht, weil. Ja. Da kommen wir nicht mehr raus. Also Level 1 very fine, ja. Auf deine Verantwortung. Ja, ja, scheiß dir nicht ein. Es gibt eine reelle Chance. Scheiße was. So, was machen wir jetzt damit? Nochmal verifyen. Wirklich? Dann haben wir keine mehr. Wie gesagt, das Risiko war ja auch, wenn man nur auf einen übermacht. Ich sehe es schon kommen. Das wird nichts. Also, früher war ich immer dagegen. Und du dafür, aber wir haben herausgefunden, dass wenn man auf einen macht, dass die Karte auf kaputt gehen kann. Glück gab's. Also macht es keinen Unterschied. Ich ordne das jetzt mal so ein bisschen hier. Die da sind zum Wegschmeißen hier. Ja. Jetzt muss alles in Ordnung haben. Jetzt pass mal auf, der ist vielleicht da noch. Eventuell. Ja! Achtung, du hast fast aus dem Blickfeld verloren. Hm. Komm ich da vorbei? Du musst ihn rauslocken, oder? Im Ernst?
Subway. Soll ich denn da hinlocken? Kann ich beide zurück? Soll ich von beiden? Nee, scheiße. Aber wie kommst du so schnell dahinter? Weil. Das kannst du vergessen. Das klappt nicht. Ich kann höchstens probieren, an dem vorbeizukommen. Ja, hier hin, oder? Ach du Scheiße. Gott. Guck, da sind beide Wände gleich, wenn es ein normaler Gang ist. Mal auf das von vorhin zu kommen. Shit. Du hast doch hingeguckt in die Richtung. Warte, wo müssen wir hin? Weißt du es noch? Nein. Fuck. Ach du Scheiße, er steht dann schon hier an der Tür. Mua! Was zur Hölle? War das Viech vielleicht? Nee. Ist ja geblinzt, aber der ist nicht durchgekommen. Nein. Warte, wo muss man hin? Ich glaube, im nächsten Raum dann rechts. Wow. Es geht schon was ein. Was? Der war doch gerade noch hinter uns, ey. Was zur Hölle? Mach das! Nein, renn! Renn, mach auf! Ich will nicht mehr. Wo muss ich hin? Du hast geblinzelt, Mann! Ja. Junge, du hast geblinzelt und drück die Tür zu, Mann! Bring doch mal zwei. Nee, ich bin falsch, ne? Ja, da ist die Sackgasse. Ja, und du? Da ist 914. Scheiße. So, da müssen wir hin, oder? Das heißt, wenn wir jetzt da rausgehen, nach links. Glaube ich. Ist für einen oben, ne? Mach doch dazu! Nee, ich lock ihn jetzt raus. Oh, nein! Oh Gott, ey! Keine Panik auf der Titanic. Boah. Junge. Ja, okay, da kommt jetzt nicht rein. Boah. Ich dachte, der kommt da rein, ne? Da, diese Mauspack. Ja, da nicht, weil die Tür nur durch den Schalter da aufgeht. Oder? Durch die. Durch den da? Der hat doch in dem Raum auch so einen Schalter. Da müssen wir hin. Ja, gut. Boah, ey. Ich glaube, den werden wir jetzt so schnell nicht wieder los. Wo mit unserer Zettelwirtschaft hier. Der ist noch da. Er ist omnipräsent. Den Ring haben wir nicht, ne? Dann gehen wir da nicht mehr ran. Achtung, scharf schon wieder. Ich gehe da erst wieder rein, wenn ich den Ring habe. Damit wir aufklären können, ob der wirklich hier ein Mental Shield hat. Boah. Ich will eine längere Episode. Pass mal auf, Junge. Fuck, das ist dieser Catwalk. Puh. Ich weiß nicht, ist gerade ein ungünstiger Moment, aber wir könnten mal zur Question of the Day kommen. Ja. Question of the Day. Dann machen wir das mal, solange ich hier versuche, mich abzuschotten. Und zwar möchte ich von euch wissen, was wäre euch lieber, komplett auf so Horrorspiele wie diese hier zu verzichten und nur langweilige Spiele zu spielen, die jetzt nicht so den Kick geben, oder Horrorspiele zu spielen, die euch wirklich psychisch fertig machen, von denen ihr dann Albträume bekommt und so. Und zwischendrin gibt es nicht. Es gibt entweder gar nicht oder das Extreme. Das möchte ich von euch wissen, da bin ich mal gespannt. Ja, das wird's mal überlegen. Ich schaue jetzt erstmal, was in der Richtung ist, bevor ich in den Maintenance-Tunnel runtergehe. Der ist nicht da. Oh nein, ey, die kommen jetzt. Jüngst immer zweimal, ne? Jüngst, ja. Omega. Mach die Tür bitte mal zu.
runter und betätige diese Schalter. Aber diese Schalter, die haben ja nur Einfluss auf Gate B, ne? Also bringt es eigentlich gar nicht. Wir wollen doch Gate B. Ja, aber Gate B hat ja zwei Enden. Das heißt, okay, aber wenn wir dann ein Ende von Gate B finden, dann dürfen wir diesen Schalter im Wortziel nicht mehr betätigen. Verstehst du? Dann wird das nächste Mal dann das normal andere Ende. Standardende, ja. Ja. Ich verstehe sowieso nicht, sind zwei Schalter. Ja, aber das heißt vier mögliche Konstellationen. Nein, nur hat einer geschrieben, dass nur einer einen Effekt hat, einer der beiden Schalter. Also zwei mögliche Konstellationen. Ja, es gibt Gate A und zwei Gate B. Das gibt mehr Sinn, ja. Na, auf Gate A hat es ja keinen Einfluss, haben wir schon festgestellt. Gate A, das ist für uns schon Standard, oder? Du bist ja sogar schon mal zurückgelaufen, ne? Ja. Weil wir nach Gate B wollten, oh shit. Geben wir uns halt nicht noch zufrieden nicht mit irgendwelchen Gate A. Da ist dieser Virus. Das könnten wir eigentlich auch mal ausprobieren, was passiert, wenn wir ohne diesen Schutzanzug da reingehen. Aber ich würde erstmal Gate. Cool. Okay. Aber recontained haben wir den schon mal. Ja. Sollen wir nochmal machen, dass wir den, dass er uns nicht begegnet? Ja, das kann man machen. Das dauert halt seine Zeit. Das wird wieder eine längere Episode. Können wir ja splitten, Junge. Splitten? Oder splitten? Wollen die Zuschauer das? Dass wir lieber eine lange Episode machen, die dann 25 Minuten oder so lang ist? Oder dass wir solche Episoden splitten? Und dann 2 mal 15 Minuten oder so draus machen. Is anyone out there? Könnt ihr mal Kommentare schreiben. Is anyone out there? Ja. Break it, boy! Die Frage war jetzt blöd, ne? Wieso? Das Video wird... müssen wir ja schon vorher entscheiden. Ja, deswegen ist es jetzt wieder so noch lang, aber für die Zukunft dann meine ich. Hm. Dokuments, kann man eigentlich mal angucken. Ja, das wollte ich nicht. Aber seit der 07er Version, da hängen die sollen immer so kurz immer Dokumente offen, ne? Ja. Recall Protocol. Vielleicht sind die jetzt hochauflösender. Aber kommen wir jetzt schon. Das ist aus. Du musst dafür reagieren, ne? Wenn es klickert, gleich sofort. Ja. Wow. Hey, also das blöde Vieh, ich guck, ich wusste. Du musst schon mal, geh schon mal den Schalter hin. Mach den schon mal. Ja, ein bisschen, paar Sekunden haben wir schon Zeit. Jetzt schnell, mach ihn! Mach! Komm! Er darf noch nicht aus dem Boden kommen, so wie ich das kapiert habe. Ah! Ja, warte mal! Der ist contained. Ist der contained, ja. Wir merken, wenn wir gleich sterben, dann ist er nicht contained. Ne, wir sterben ja nicht, wir kommen dann nur in diese... Ja, ist schlimmer als sterben. Pocket-Kacke. Pocket Dimension. Bleib mal hier an der Brücke stehen. Opa. Irgendwo stehen. Wobei, nee, stimmt. Bleib nirgendwo stehen. Ja, zu, dann kommt er hier nicht raus, da bin ich mir sicher. Wir sind in stetigem Fortschritt. Da ist nichts. Das heißt, es geht jetzt durch den Maintenance-Tunnel. Junge. Wir leben noch. So. Wir haben den Großteil der SCP-173 Räume überlebt und wir haben 106 contained. Das heißt, wir leben schon mal ungefähr. Ja. In der SCP-173 begegnen uns jetzt auch nicht mehr. L96er, kommt das eigentlich immer, bevor wir in den Bürokomplex kommen? Das weiß ich nicht. Das war, glaube ich, immer. Ich glaube, es kommt dann am anderen Ende von Maintenance dann. Ja, aber es kam jetzt immer, bevor man in den Bürokomplex gekommen ist. Ja, sonst in der V-Version kam das immer direkt am Anfang, als man in diese neue Zone gekommen ist. Mhm. So.
Aber eine Pille soll es hier unten auch geben, ne? Da können wir jetzt mal gucken. Die ist jetzt zweitrangig, würde ich mal sagen. Ja, die haben wir bis jetzt noch nicht. Da läufst du in den Sackgassen. Pille, Pille, Pille. Na, ich komme nicht ran. Jump! Kann man nicht, ich kann nur Crutch. Was soll denn der Kack? Kann mir mal eine sagen, wenn da oben. Weil du vielleicht das Inventar voll hast? Oh, das kann sein. Schmeiß mal dann da. Ah, friss. Ja. Das war eine gute Idee. Ja. So, von da kommen wir her, ne? Boah. Scheiß Maus. Fast erschrocken. Bisschen innerlich habe ich gezuckt, aber. Weißt du noch, wo du langlaufen musst? Ja, irgendwann ein bisschen Fahrstuhl kommt, oder? Von da kommen wir, oder? Wenn es da oben erstmal anfängt, das ist so schade. Da, in den müssen wir jetzt reingehen. Ja. Ja, bei SCP 173 ist schon lange nicht mehr hier aufgetaucht, ne? Ja, ich weiß noch, wo es dann halt ewig so geschabt hat und immer näher gekommen ist und dann halt. Ich weiß noch, das erste Mal, als wir da unten waren, da kamen beide. Ja. Deswegen, das war richtig. Und deswegen haben wir den Inventarzahlen immer so gemieden. Achtung, links, rechts schauen, bevor du die Straße gehst. Da kommt der 173er jetzt. Hallo. Bitte kein Mausbug, bitte kein Mausbug. Der war jetzt fatal. So, jetzt bin ich auf dem Catwalk, das ist ja, auch... Ja, nee. Ja, aber der... Ah, okay. Das ist das Problem. Der Wichser. Was ist da? Nein, das geht nicht! Das geht nicht, Mann! Doch, jetzt wär's gegangen. Ja, da. Ruhe. Das hat sich angehört wie ein Aufzug. Gefällt mir nicht. Das ist dasselbe. Nur ohne. Jetzt musst du dich mal wieder drehen, sonst... Hä? Wie viele kommen da noch? Das war der dritte. Da geht's zum Zombie-Arzt. Echt? Ja. Schauen wir mal. Ne? Oder nee, hallo? Dreh ich mal nochmal? Ist das so ein Tor oder was war das? Eine Tür ist da, eine Tür! Mit Zahlenschloss. Ach so, okay. Das ist genauso wie bei Maintenance-Zahlen. Wenn du auf die andere Seite willst, dann musst du da durchgehen. Es gab eine Verzweigung, die wir nicht gehen konnten, weil der Knopf nicht erschienen ist. Also entweder ist jetzt hier. Entweder ist jetzt hier eine Sackgasse oder bei dem anderen. Na, komm schon. Fertig, ja, ich weiß. Jetzt muss die Tür wieder aufgehen. Erster Mai. Bitte beheben. Jetzt fahren wir. Auf diesem Dokument steht doch, dass sie den Aufzug wieder repariert haben. Da gibt es so ein Dokument, wo das echt drinsteht, ne? Ja, Electrical ist da. Sollen wir den Zombie-Arzt mal heraufbeschwören, oder? Nee, ich glaube, wenn man nicht in diesen Raum geht, dann kommt er auch gar nicht. Ja, kommt er auch nicht, eben. Ich meine, erst wenn wir mal reingehen und dann... Nee, muss nicht sein. Sollen wir uns vor den Spiegel stellen und dreimal Zombie-Arzt, Zombie-Arzt, Zombie sagen? What the fuck? Nee, ich kann noch ein bisschen. Bist du behindert? Junge? Nein! Wir fahren nicht. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ja, der kann die Tür aufmachen. Dann, nee, blinzeln, bevor es aufgeht. Du musst immer schnell blinzeln, dass du noch genug hast, um wieder zu drücken. Nicht, dass es aufgeht und es gerade leer ist dann. Na, komm schon. Alter. Jetzt nicht mehr. Ach du Kacke. Wir fahren. Meinst du, der fährt mit hoch? So backmäßig? Genau. Wollen wir den Aufzug runterschicken? Ja, dass er auch hochkommt. Unser Freund und Spargelstecher. Wie du zu sagen pflegst. Alter. Ey, Mann. Vor allem, wir sind wieder in dem anderen Bereich, oder? Wir sind wieder in dem... hellen Bereich, oder? Kann das ja natürlich, die Räume kommen doch nur da. Könnte sein, dass auch so ein Übergang ist. Na guck. Kacke, Mann. Kacke,
Kann das sein, dass wir im Kreis gelaufen sind? Irgendwie? Ja, durch zwei Tunnels durch. Ja, da waren wir noch nicht. Auf jeden Fall. Der ist nicht drin, oder? Ich riskiere es mal. Ja, Junge, jetzt steht er da drin. Da ist offen. Dann wäre ich jetzt tot. Ja, da waren wir schon. Da wäre die Episode auch vorbei. Nee, da waren wir eben noch nicht. Woher weißt du das? Oder? Ja, dann leffe mal. Aber es gibt doch immer nur einen Weg in das in den dunklen Bereich zu kommen. Ah! Ah! Meine Güte. Renn. Ah. Gott, ey. Ah. Der war schon auf dem Schatten. Ich glaube, wir haben eine Loop gebaut. Ja, der ist hinter uns jetzt. Die kommen jetzt unendlich wach. Diese Räume. Gamefile corrupted. Ja. Nee, da waren wir echt schon. Ja. Das war das SCP-Paradoxon. Das heißt, wir müssen jetzt wieder da zurück in diese Zone. Wieder durch den Maintenance Tunnel und dann diese Abzweigung, die wir nicht gegangen sind. Is that correct? Soll man eine Regel einführen, dass es nicht passieren kann, dass zwei von den Räumen hintereinander kommen, oder? Ja, immer schon wieder, ey. Oh, fuck. Steht er da? Nee. Da kann da oben, glaube ich, runterkommen immer. Es steht doch auf dem einen. Nee, wenn man stirbt, startet es doch mal da. Wessen Idee war es, diese Lüftungsschächte in die. So groß zu machen, dass da ein ganzer Körper durchpasst. In die Räume, die eigentlich dafür gedacht waren, es aufzuhalten. Ja. Also meinen da wahrscheinlich die roten damit. Ja, da war eben dieser Vorraum gemeint, glaube ich. Ja, diese Schleusen halt, oder? Die sind, meine ich, nee, die roten. Nee, dieser Raum vor diesem, von dieser Containment-Zelle. Da ist ja auch so ein großer Lüftungsschacht. Das zeige ich dir mal bei nächster Gelegenheit. Also wir sind jetzt wieder da, wo wir am Anfang waren. Ja. Sehe ich das richtig? Aber wir sind schon wieder im dunklen Bereich. Schau lieber mal links, rechts. Ja, okay, das ist nichts. Außer der verarscht uns. Was da war? Kettwerk war da. Wie war das Ding, der? Okay, wenn du einen Schritt reinmachst, siehst du dann, ob es da ist oder siehst du es jetzt schon? Ich zieh mal lieber das Ding hier auf. Ich glaube, das spawnt erst, wenn man den Raum betritt. So, Warhead. Da waren wir vorhin auch. Ne? Sind wir vorher nicht in die andere Richtung gelaufen? Oh, fuck. Oh, fuck. Da vorne sind wir auch da lang gelaufen, ne? Also das Maskending halt mal wieder absetzen? Ich glaube, in der anderen Richtung war der Ding der Maintenance, oder nicht? Aber da waren wir auf jeden Fall. Stimmt, das sind wir zu. Ah, okay. Scheiße. Fuck, da müssen wir. Und nochmal. Immer gerade. Achtung, nein! Knack. Die andere Seite nennt der Mensch. Junge, Junge, du spielst schon eine halbe Stunde. Ja. Nix dafür. XXL-Episode, Junge. 3XL. Okay, Fußball voll. Aber die Aufnahme läuft noch, ne? Ja. Na, wir können uns schon mal entschuldigen, ne? Falls das Video sporadisch endet. Ne, wir haben ja jetzt genug Platz zum Aufnehmen. Müssen wir ausrechnen, wie viele Stunden wir aufnehmen können jetzt mit dem Platz. Ja, aber dein Handy. Ja, das hat auch noch 4 GB oder so. Wow. Wo sind wir jetzt mit Tenants, ne? Das ist gut, dass wir den einen contained haben. Mhm. Da können wir uns fast. Sonst hätte ich jetzt voll die Panik geschoben. Fast sicher drin bewegen. Aber nur fast. Es gibt noch eine reelle Chance, dass diese SCP-173 hier auftaucht. Ja. Der grindet ja lang genug rum. Es gibt ja auch dieses Hintergrundgeräusch da. Mhm. Das kann dann schon täuschen. Ja, dieses. Aber der ist jetzt da drin. Ja, jetzt haben wir contained. Möglich. Bitte.
Das kommt doch nur einmal, oder? Wenn er drin rennt, glaube ich, ist es scheiße, weil der taucht in der Mitte. Da sind wir nicht hin, ne? Ja. Kann er nicht mehr kommen, ja. Oh, aber der andere kann da wieder auftauchen. Ich probier's einfach mit Gas Mask. Drück an! Da ist dann. Das backt ja auch nicht mehr. Letztes Mal stand die Tür offen. Ich warte jetzt, ich will den jetzt nicht mehr anschauen. Was geht denn das? Bist ja fies, ey. Soll es uns eigentlich zeigen, dass der nicht mit Waffengewalt zu bezwingen ist, oder? Weil er schießt ja drauf und er lebt. Vielleicht schießt er auch daneben. Ja, vielleicht hat er ihn schon gebracht und lebt noch und der erschießt uns jetzt. Ja. 50-50 Chance. Ah, pass, du musst da echt vorsichtig sein. Stuhl. Oh mein Gott. Slender-Stuhl. Es hat auch einer geschrieben, dass wir in dem Raum geduckt auf den Boden schauend laufen sollen. Keine schlechte Idee. So. Wenn wir hier eigentlich offen lassen, läuft er da raus? Eigentlich schon, oder? Was? Hast du es gehört? Schreit er? Nee. Okay. Das würde sich schon steigern. In welchem Bereich kommt denn der Computer? Keine Ahnung. Ich glaube aber fast in dem Office-Bereich. Okay. Dann ist alles okay. Nee, scheiße, ist nicht okay. Der Electric Room? Auch. Auch? Achso, dann ist wirklich okay. Schau trotzdem mal, was da ist. Da geht's weiter. Ja, aber laut dem Navigator nicht. Ja, warte doch, mach doch erstmal die Tür auf. Was? Die Tür? Geh mal in den Raum davor. Da ist doch noch eine andere Tür gewesen. Links. Ja, da geht's weiter. Nein, da kommen wir her. Da kommen wir da her. Kommen wir her. Die andere ist, was immer nur aufmachen, was da drin ist. Oder ist da, Sackgasse? Ja, da geht's zum Office. Ich glaube, das ist sogar der Raum vor GTA, oder? Kann das sein? Oh, Cyberraum. Ich glaube, da geht's an den Office hier. Ich schaue jetzt erstmal, was da auf der anderen Seite ist, weil laut Ding ist das Sackgasse. Laut Navigator. Heute kriegen wir das ganze Spektrum von SCP Containment Breach in ein Video gepackt. So ungefähr. Nur noch zu Gate A zurücklaufen und dann zu Gate B und das schaffen. Ja, die Frage ist, ob das überhaupt auf jeder generierten Map möglich ist, zu Gate B zu kommen. Ja, siehst du, ich hab gesagt, das sagt das. Aber da kann jetzt keiner mehr spawnen, ne? Wir haben den ja contained, der Schwarm. Wollen wir da runtergehen? Nee, bringt mir nichts. Ah, es hieß ja, haben wir mal gelesen, dass da. Soll ich das Dokument nochmal holen? Nee. Ich weiß es ja nicht so ungefähr. Dass er da. Der Schwarze. Das könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was da passiert. Wenn der Schwarze nicht mehr kommen kann. Weil die einzige Gefahr in diesem Raum ist ja eigentlich, dass SCP-106 da unten spawnt. Oder wenn man ein Radio, glaube ich, anmacht, kann es das sein? Dass er dann irgendwie so Störsignale dir. Ja, irgendwie Radio oder Videokamera oder sowas. Irgend sowas. Also immer schön wegbleiben. SCP-096 zeigt er an, das ist komisch. Wo denn? Jump oder was? Ja. Jump. Warum kann der, ab irgendeiner Version kann der irgendwie, fällt der mal von oben runter?
Das finde ich blöd. Vielleicht checken. Perfekt, dann müssen wir rein. Nee, halt, doch. Erst ausmachen oder wieder anmachen. Ne? Ja. Blöde Scheiße. Also müssen den erst ausmachen, damit wir überhaupt mit dem Computer sprechen können. Sollen wir dann einen Zettel vor die Tür legen dann? Vor dem Gang, vor dem Electric Room? Das muss ich wissen. Geh aus. Ne, muss alles off, oder? Control off. Ja, Lightning on. Ah ja, klar. Und Primary Lightning auch, okay. Den nehmen wir zu. Also haben wir nicht Platz. Nix Platz haben wir. Dr. Alox, was stand da? Basic Predator. Advanced Shark. Sentient Being. Irgendwie sowas. Ich lese das jetzt nicht alles. Nee. Wir haben doch keine Zeit! Drück einfach Pause. Kann man es lesen. Gut. Das heißt, ich. Von wo kommen wir jetzt her? Von da, oder? Das heißt, dass ich da. Ding hinleg. Ein Zettel. Nee, da noch nicht. Da wissen wir ja, dass der Electrical ist. Da. Also, da gehe ich jetzt nicht mehr ran. Nee, da muss ich nicht. Aber da würde ich ein Zettel hinlegen. Oder? Wobei das ein Gang ist. Ja, da geht's ja immer gerade raus. Da war schon lange nicht mehr. Oben war, glaube ich, immer eine Karte, oder? Augentropfen. Nee. Augentropfen, stimmt. Dann da. Die Karten waren immer im anderen Büroraum auf dem Tisch da. Ja. Noch ein Radio. Eyedrops, hey! Wenn wir die haben, dann. Können wir den mal wieder aufladen. Den zweiten Ding hinaus. Und die Eyedrops mit. Hm? Benutzen wir mal, oder? Nee, die benutzen wir, wenn wir dann in so einem Serverraum. Serverraum durch müssen. Was zur Hölle? Sind es beide Türen offen? Wie das denn? Willst du mich verarschen, Junge? Das ist ein neues SCP, das ist unsichtbar, oder? Und da sind wir hergekommen, ne? Da! Nee. Hey. Da. Wir haben doch. Ich glaube, da müssen wir jetzt hin. Oder? Sehen wir dann. Boah, das ist schwer aufgegangen. Mach die zu und geh nochmal hin. Deswegen ist nichts passiert, wo wir geblinzelt haben. Nicht so! Mann, scheiße. Ey, weißt du, ich glaube, wir haben doch diese Durchsage da gehört, ne? Ich glaube, wenn der. Welche Durchsage? Ich habe keine gehört. Ich habe keine Durchsage gehört. Ich weiß nicht mehr, wann es war, aber es war so eine Durchsage. Ja, die kommt und dann laufen die frei rum irgendwie, wahrscheinlich. Ja, die kommt vor dem War Tito und vor 682. Ja, war wahrscheinlich zu lang. Da kommt so eine Durchsage immer. Vielleicht laufen die auch einfach ab einer halben Stunde rum. Halbe Stunde. Oder die kommen ab da, wo wir eben die SCP 682 Containment Zelle treten. Ja. 38 Minuten, Jungs, ey. Oh Mann, wir waren halt echt weit. Mit dem Video machen wir euch fertig, ey. Ja, okay. Also schreibt schön eure Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.